Hallo, ich bin Schwester auf der Urologie und möchte euch heute mal erklären, wie ihr am besten euren Intimbereich pflegt, liebe Jungs. Oft kommt ihr zu uns und habt diffuse Beschwerden wie Rötungen, Hautreizungen, Schmerzen, Pilze und das ist in der Regel auf falsche Pflege zurückzuführen oder auf gar keine Pflege, das kommt auch vor. Man sollte seinen Intimbereich als Mann morgens und abends pflegen. Das heißt, ihr duscht euch entweder morgens und abends oder wenn ihr nur einmal am Tag duscht, dann macht ihr das halt eben mit sauberen Waschlappen. Intimbereich anfeuchten, ein bisschen vom Einhornduschgel für den Intimbereich darauf verteilen, bis das kurz aufgeschäumt hat und dann spült ihr das alles mit warmem Wasser sorgfältig wieder ab. Vergesst nicht, die Vorhaut zurückzuziehen und das Megma zu entfernen, denn das sind eine Unmenge Bakterien und die riechen wirklich extrem unangenehm. Wenn dann alles schön abgetrocknet ist, gerne auch mit einem trockenen Küchentuch nachtupfen. Nehmt ihr ein bisschen von der guten Ringelblumencreme von Schutzengelein, so eine Kirschkern große Menge, man braucht wirklich nur ganz wenig davon, verteilt davon etwas rechts und links in den Leisten, unter dem Hodensack, auf dem Damm und natürlich auch auf dem Penis. Wenn ihr nicht behaart seid, könnt ihr die ganze Region damit pflegen. Wenn ihr behaart seid, spart ihr diese Stellen einfach aus. Und wenn ihr einen Beruf habt, bei dem ihr sehr stark schwitzt, könnt ihr im Anschluss daran noch Einhornpuder auf die Leisten geben, auch wieder unter den Hodensack, ganz wichtig, denn an dieser Stelle hat man oft Rötungen vom Schubbern, wo sich das reibt, weil der Schweiß halt einfach sich dort ansammelt. Dann zieht ihr frische Unterwäsche an, also nicht die Unterhose. 2, 3 Tage tragen, jeden Tag mindestens eine frische Unterhose, am besten mindestens zweimal. Denkt dran, im Sommer, wenn es heiß ist, wascht euch einfach öfter, trocknet euch immer sorgfältig ab und damit vermeidet ihr Pilze, Rötungen und Reizungen, die schmerzhaft sein können. Wenn ihr nach dem Geschlechtsverkehr Schmerzen habt durch das Reiben, könnt ihr auch die Birhane-Hanfsalbe benutzen, um halt eben dem entgegenzuwirken. Das CBD-Öl, das drin ist, das wirkt halt schmerzlindernd, entzündungshemmend. Und wichtig ist auch hier, dass ihr euch vorher und nachher wascht. Wasser schadet der Haut nicht. Nur wenn man aggressive Waschmittel nimmt, kann es halt eben auch mal zu einer Störung des pH-Werts kommen, aber das ist bei dem Einhornduschgel nicht der Fall. Das kann man mehrmals täglich benutzen, da passiert überhaupt nichts. Denkt auch immer bitte daran, gut abtrocknen und hinterher Ringelblumencreme von Schutzenglein drauf tun. Ohne Konservierungsstoffe ist ganz wichtig und dann seid ihr geschützt und gepflegt und euer Intimbereich ist richtig lecker. Bis zum nächsten Mal.